Was geht ab, Leute? Heute gibt's wieder Ramen. Perfekt zum Wetter. Und ich muss meine Liste mal wieder aktualisieren. Ich habe da ein paar Nachrichten bekommen. Da waren ein paar Pop-Up-Stores dabei. Die sind natürlich nicht mehr am Start. Der Ramen-Experte schlägt wieder zu. Schauen wir mal. Das gefällt mir schon mal. Offensichtlich. Karte ist schön hier. Sehr edel. Also die Karte gefällt mir sehr, offensichtlich. Das nehmen wir natürlich. Ansonsten Location echt schön, Mann. Vorspeise Tofu. Ich weiß auch nicht, wie es schmeckt, aber wenn ich mir sowas, also wenn ich sowas sehe, denke ich immer, ich muss das mit Reis essen. Wisst ihr, was ich meine? Weil das hier mit Reis zusammen ist so eins geil. Ist jetzt für mich keine Speise, die ich alleine esse, so eigenständig meine ich. Da gehört doch immer eine Schüssel Reis. Aber das ist ja eine Vorspeise. Ist okay. Aber mit Reis wäre geil. So eine Schüssel Reis rein, ah, dann wäre es ja eine Hauptspeise. Wieder mal Vietnamesen am Start, die diese Ramen hier machen. Das schmeckt okay, aber mir fehlt auf jeden Fall der Geist da. Für euch nicht Asiaten, ein guter Vergleich. Stellt euch vor, ihr esst nur die Bolognese, ohne die Nudeln. So ist das ungefähr dort. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Aber schön hier. Sehr schön ist dieser. Egal wie das Interior Design ist, Anime-Figuren machen es doch mal krasser. Die haben gefragt, ob ich hier einen Termin habe, weil Instagramer, Influencer und so, weil hier schon ein paar waren. Ich kenne auch ein paar, die hier waren. Und ja, dann haben wir gequatscht. Ich so, nee, ich bin hier privat, ich zahle das alles selber. Ich lass mich noch nicht kaufen, noch nicht. So, da haben wir sie. Und die sieht tatsächlich sehr gut aus. Mit Naruto-Klingel, Fleisch. Ich hoffe mehr als dieses eine Stück. Ei sieht geil aus. Bisschen flüssig noch. Mit diesem Löffel hier, so muss sein. Wir haben schon mal Ramen getestet. Die waren eigentlich ziemlich gut, aber ich habe so einen normalen Suppenlöffel bekommen. Das ging halt gar nicht. Bullencheck. Ich bin gespannt. So schlecht ist sie nicht. Boah, vielleicht sogar zu salzig. Das Wichtigste nach der Brühe ist das Fleisch. Es muss zart sein und im Mund zu gehen. Mann. Ist okay. Unteres Mittelfeld, was Fleisch angeht. Dazu geht gar nichts im Mund. Das Drittwichtigste ist das Ei. Ei war gut. Komischerweise das Unwichtigste oder das fast Unwichtigste sind die Nudeln. Zwar immer noch sehr wichtig, aber für mich sind die anderen Komponenten wichtiger. Sind okay. Bauchgefühl sagt irgendwo in der Mitte. Das Allerunwichtigste sind die Beilagen. Hier gibt es geile Beilagen. Seht ihr? Naruto Klingel. Der schmeckt eigentlich gar nicht geil, aber ist ja geil für Optik und Instagram und so. Sojasprossen finde ich passt gar nicht da rein. Ein paar Zwiebelnkräuter. Pak Choi, ich hasse Pak Choi. Das Teil bleibt bei mir immer über.
Gott, ein Taylor Swift Cover. Hoffentlich gibt es keine Probleme mit YouTube. Finished. Also ich bin finished. Die Brühe ist nicht finished. Also ich hätte mir 28 Euro plus Trinkgeld sparen können. White Trinkgeld hätte ich trotzdem gegeben. Hätten wir eine Kooperation mit denen. Und die haben extra eine Person für eine Kooperation. Also wäre sehr möglich gewesen. Gibt's gerne Bescheid. Esser auf Folge Nacken und ich komme vorbei. Der kommt auf jeden Fall irgendwo ins Mittelfeld, wenn nicht sogar unteres Mittelfeld. Hat mich jetzt nicht so überzeugt. Aber wie gesagt, Liste seht ihr am Ende noch. So, es geht weiter mit Ramen, Leute. Das Ramen-Ranking muss geupdatet werden. Heute sind wir bei Sushizano. Hatte ich gar nicht so im Visier. Habe ich erst vor kurzem gesehen, dass die auch Ramen anbieten, weil Sushizano offensichtlich. Kollegin Maria ist am Start. Ich glaube, ich will die hier. So. Kannst schon reden. Kleiner, feiner Laden. Es läuft eine Menge Anime-Musik. Könnte später Probleme mit YouTube geben. Ich fühle mich beobachtet. Schnelle Vorspeise, das kommt nicht ins Ranking. Ich habe Hunger, es war ein sehr langer Tag. Aber ein erfolgreicher Tag. Ich bin nicht begeistert. Vorspeise, Leute. Das war ja. So. Dafür sind wir hier. Let's go. Eine ganz gefährliche Musik läuft hier, Leute. Oh, die Haut ist irgendwie nicht essbar. Ja? Du hast die Erfahrung mit einer GoPro. So, erstmal der Brühencheck, natürlich sehr wichtig. Sehr, sehr schwach. Das schmeckt fast wie Wasser. Das zweitwichtigste, das Fleisch. Oh, überraschend. Oh, überraschend gut. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der kam unerwartet. Also hätte das Fleisch jetzt nicht gut geschmeckt, dann würde ich denken, ich habe Corona, weil das schmeckt alles nach nichts, außer das Fleisch. Ja, wir hatten noch nicht fertig, sorry. Also, man kann schon essen, schon okay. Aber wir machen hier ja dieses Ranking und im Vergleich zu den anderen. Das heißt Shoya am Platze. Am Platze? Am Platze. Aber anscheinend wurde der Laden jetzt verkauft und ist ein anderer Besitzer. Muss ich jetzt neu testen, ob das was kann, aber man befürchtet nicht. Weil davor waren es echte Japaner. Jetzt haben sie ein paar Vietnamesen übernommen. So, ihr wisst, was das bedeutet, Leute, wenn ich es nicht ausgetrunken habe. Fazit gibt's später. Magi aber auch nicht begeistert, oder? Nachtisch, Leute. Cinnamon. Ich hatte ja schon mal alle. Seitdem gibt es ein paar neue Sorten.
Heute nur Marzipan neu, hatte ich auch noch nie. Wir sind gespannt. Sieht aber, um ehrlich zu sein, ein bisschen trocken aus im Vergleich zu den anderen. Ist geil, ist sehr. Aber der schmeckt wie der normale. Außer dass halt das oben Marzipan hier ist, aber innen schmecke ich jetzt nichts so Marzipanmäßiges. Da fehlt mir auf jeden Fall Marzipan-Flavor. Der fühlt sich so an, als hätten die auf Krampf, auf schnell versucht, eine neue Sorte rauszubringen. So eins auf, weißt schon, so Studenten, die eine Nacht davor unbedingt eine Idee raushauen müssen, irgendeine Arbeit fertig schreiben müssen. Der hätte durchdachter sein können. Nach Ewigkeiten, nach Monaten, Digga, wie schnell die Zeit vergeht. Ramen Ranking Update. Da haben mich echt viele gefragt. Wir haben eine neue Nummer 1, aber leider von hinten. Der Laden konnte gar nichts, Mann. Ey, die Brühe hat geschmeckt wie klares Wasser. Also bitte, was war das, Mann? Auf Nummer 13, neu, Sushi Sano. Nicht zu verwechseln mit Nudelhaus Sano, weil die sind sehr gut. Liste wurde ein bisschen aufgeräumt. Es gab einen Pop-Up saisonellen Ramenladen. Der ist natürlich draußen, weil der ist gerade nicht offen. Und auf der To-Do-Liste steht natürlich noch Menya Iko, der Ramenmeister, der mir eine Ansage gemacht hat, wo ich vorbeigeschaut habe. Und der meinte, Digga, das war heute nicht meine beste Leistung. Komm bitte nochmal. Ich will auf die Nummer 1. Und ja, Leon waren wir auch. Der ist solide, unterdurchschnittlich, 4,5 auf dem 8. Platz. Heißt aber nicht, dass der Laden an sich schlecht ist, weil ich hatte nur die Ramen. Ambiente war geil und zu den anderen Sachen kann ich natürlich nichts sagen. Die könnten vielleicht extrem gut sein. Es gibt nicht mehr viele Ramenläden. Ich habe noch ein paar auf der Liste, 3, 4. Das heißt noch 2, 3 Videos und dann haben wir alle, wirklich alle Ramen in München. Deswegen ist das die ultimative Ramen-Ranking-Rangliste. Ihr werdet keine andere finden. Das heißt, danach müssen wir uns ausbreiten und München erweitern. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Serious Business, guten Appetit. Es wird spannend.